Chef sei bene. Zuerst Gratulation zum Punkt gegen Basel am Sonntag. Er hat heute schon mit der Mannschaft trainiert. Hat er heute in dieser Phase der Meisterschaft etwas speziell trainiert? Heute ist eigentlich so Mitte Woche unser Schafftag. Das heisst, es war eine physische Einheit, die der Conditrainer geleitet hat. Und ja, es ist eigentlich die Haupteinheit von dieser Woche, die am meisten geschafft wird. Jawohl. Siegen die Profis, die Spieler, täglich voll motiviert her zu trainieren, oder braucht das manchmal schon ein bisschen vom Trainerstab, ein bisschen Überredungskünste oder psychologische Tricks? Braucht es eigentlich selten. Also größtenteils ist die Mannschaft sehr motiviert. Gut, sie haben auch einen schönen Beruf, muss man sagen. Sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Also ich würde sagen, 9 von 10 sind sie motiviert und voll bei der Sache. Ihr trainiert fast täglich mit dem Team, manchmal schon 2 Mal. Nehmen wir mal an, einfach hypothetisch, ihr würdet von einem Tag auf den anderen das Training streichen und nur noch Super League-Spiel spielen. Wie schnell würde man das merken, diesen Spieler anmerken, und was würde als erstes auffallen? Ich denke, es wird eine Woche, 2 gehen und dann wird man dann schon merken, dass man physisch vor allem nicht mehr auf der Höhe ist. Aber auch von der Technik her, ich denke, das ist etwas, was man jeden Tag braucht. Es sind Automatismen, Wiederholungen, die es einfach braucht, um ein gewisses Level können haben. Und wenn man das nicht hat, ich würde sagen, nach 2-3 Wochen wird man das dann sehr schnell merken. Der Apostel Paulus redet in der Bibel davon, dass auch gläubige Menschen diszipliniert sich trainieren und sich auf ein Ziel fokussieren sollen. Jetzt, wenn wir das ein bisschen übertragen auf eure Spieler, die ihr mit ihnen arbeitet, nehmen wir einen 25-Jährigen. Wie unterscheidet sich ein 25-Jähriger Profifußballer von einem normalen 25-Jährigen? Ich meine, wo überall schränkt er sich extra ein, weil er eben Profifußballer ist? Das muss sein Lebenswandel sein, das tagtägliche professionelle Denken, was die Ernährung anbelangt, was der Schlaf anbelangt, was den Ausgang anbelangt am Abend zum Beispiel, vor allem am Wochenende. Es sind vor allem die Sachen, die den Unterschied machen, finde ich jetzt, zwischen einem, der Profisportler ist und nicht. Da hat man am Wochenende das Fußballspiel, wo man sich die ganze Woche darauf vorbereiten muss. Man darf nicht in den Ausgang, man muss auf die Ernährung aufpassen. Es sind vor allem die Sachen, die den Unterschied machen. Wie entscheidend ist für einen Fußballer das Training, also wir haben jetzt Technik und Fitness an und für sich, im Vergleich zum Talent? Oder anders gesagt, was ist wichtiger, Trainingsfleiß oder Talent? Es ist beides sehr wichtig, aber ich denke, dass ohne den Trainingsfleiß geht es nicht. Wenn man nicht tagtäglich trainiert, wenn man nicht eine gute Einstellung hat, wenn man nicht Motivation hat, zum tagtäglich richtig trainieren, dann ist es schwierig. Mit dem Talent kann man sicher gewisse Zeit mithaben oder auch sich durchsetzen, aber auf längere Zeit braucht es einfach den Fleiss, braucht es die Einstellung und braucht es das tagtägliche Arbeiten. Kann man auch sagen, dass das tägliche Training Prävention ist gegen Verletzungen? Ja, absolut. Also ich denke, das ist vor allem auch wegen dem, dass man trainiert, zum Verletzungen oder dass man verschont bleibt von Verletzungen. Man macht viel Gymnastik, viel Stretching, viel Kräftigungsübungen, und das hat natürlich dann sehr viel mit Prävention zu tun. Was macht ihr mit Minimalisten, falls ihr solche habt? Oder Trainingsfaulen? Gut, die dürfen sich selber disqualifizieren. Das ist so. Wir haben so einen Konkurrenzkampf. Das ist ein tagtäglicher Kampf um Positionen in der Mannschaft, um am Wochenende spielen können. So gesehen, sie haben gar keine Chance, faul zu sein oder keine Lust zu haben, wie sonst wissen sie oder jeder merkt, dass sie am Wochenende nicht werden spielen. Das ist das Ziel von jedem, dass sie spielen am Wochenende. Und so gesehen können sie sich nicht erlauben, 1-2 Tage keine Lust zu haben oder faul zu sein. Jawohl. Und da kommt noch das grosse Kader entgegen, genau für das. Das stimmt, ja. Im Glauben kann man sagen, gehören so Bibellesen und Gebet zum Grundtraining, wenn wir dem so wie sagen. Bei euch im Fußballtraining auf diesem Niveau gibt es sicher auch Grundlagenübungen, die ihr fast täglich macht. Was ist das? Sind das Flachpässe oder... Ja, das ist sicher Technik, das Gleiche wie im Tennis. Ich denke, der Roger Federer, der spielt Millionen Mal den gleichen Ball oder den gleichen Schlag. Und das ist, je öfter dass man das macht, umso besser wird man. Und das ist das Gleiche im Fußball. Es sind einfache, banale Pässe, ganz Flachpässe oder auch höhere Pässe, wie auch immer. Das braucht es jeden Tag, um das Level zu haben.
Noch zwei persönliche Fragen zum Schluss. Ihr seid ja seit dem Oktober jetzt um hier im Berner Oberland. Und wie erlebt ihr die Thuner-Mentalität? Ja, es ist eine gute Mentalität. Es ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen weniger Stress. Sehr, sehr friedlich, tut es mir. Und ich kenne es ja schon, ich war schon 2007 da gewesen, wegen dem bin ich auch gerne wieder zurückgekommen. Ich kenne die Leute, ich kenne die Mentalität. Mir gefällt es sehr gut und ich fühle mich sehr wohl da. Und die letzte, Trainer sind ja manchmal auch ein bisschen einsam und gingen ein bisschen unter Druck, das wissen wir. Hätte da auch schon zu biblischem Training oder Grundlagen zurückgegriffen, ja, für sich, oder was gibt euch ging um mich halt, einfach durchzugehen, vorwärts zu gehen, in Drucksituationen? Also meine Bibel ist meine Familie, meine Frau, meine Kinder, die mich tagtäglich unterstützen. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren geheiratet und ich habe eine Frau, die für mich sehr, sehr wertvoll ist. Und ich schöpfe vor allem aus meiner Familie die meiste Kraft. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für das Interview. Und alles Gute und viel Erfolg beim FC Thun weiterhin. Merci.